Oh, der Rauhreif-Tempel. Ein neues Gebiet also. Hardly a homey place for a temple. Für einen Tempel wenig heimelig. Mhm. Hier ist was im Schnee begraben. Dietrich hier und Obsidianplättchen. Auch sehr schön. Oh, beschädigte Frostkonstrukte. Good thinking. Yes? What can I do? Okay. Rauhreif-Tempel östliche Höhle. It's not my time yet. Au. Xotia hat Gift abgekriegt. Ja. The Rhine constructs have been disabled, sister. Where are the frostbitten temple guards? Fuck the temple guards. Let us to the breach. Nachtrag hinzugefügt zu Aufsteigen und Ablehnen. Oh, ist was Neues. Warten jetzt zur Folge hat sich tief in der Totenscholle ein Portal ins Weiße Nichts geöffnet, das den Wachstum des Eisbergs fördert. Oh, ich hätte Watten hier mitnehmen sollen. Wenn ich die Ausbreitung eines endlosen Winters stoppen will, sollte ich zuerst dieses Tor zum Jenseits finden. Den Windmarf in den toten Schollen finden. Vatmir wusste nicht genau, warum sich die tote Scholle ausbreitet, aber empfahl mir, die Suche an den Windmarf zu beginnen. Ein Eingang ins Jenseits, der in einem Tempel versteckt im Zentrum der eingefrorenen Insel liegt. Als ich aus dem Rückzug der Boten auftauchte, kehrte der von mir getötete Drache zum Leben zurück. Er schien von einer unnatürlichen Kraft wieder an die Spitze des Eisbergs gebracht worden zu sein. Vielleicht weiß die Kreatur, oder was immer ihn aus der Botenwacht zog, mehr über den Windmarf. Während ich den verheißten Tempel erforsche, bezeugte ich eine Seelenvision von Leuten, die bei einem Angriff eingefroren wurden. Ja, westliche Höhle. Ja, und da Xoti jetzt auch ein bisschen gefroren ist... Die Falle sehe ich und die kann ich auch entschärfen, hoffe ich mal. Jawohl. Ja, westliche und östliche Höhle. Und ja, was die gesagt hatten, steht hier. Genau. Gefrorene Seele, die Frostkonstrukte wurden deaktiviert, Schwester. Wo sind die verfrorenen Tempelwachen? Scheiß auf die Tempelwachen, lass uns zur Bresche durch. Also, auch wenn es jetzt etwas dauern wird. Die beiden sind zum Glück friedlich gerade. Yes? KI-Autoangriffe. Soll ich bei ihr auch einmal einstellen? Dann das Seil eben hochklettern. Gut, auch wenn das jetzt wieder etwas Zeit kosten wird, ihn zu leveln und auszustatten. Wer die Quest es uns empfiehlt, ihn mitzunehmen, sollten wir ihn auch mitnehmen, wenn wir ihn schon eher dazu genötigt haben, mitzukommen. Da kann er sich auch mit Itwin streiten. Von mir aus. Ja, ein Seil sichern und herablassen. Du klemmst den Enderhaken in einen gezackten Eisspeer und wirfst das Seil Ende über die Kante. Es fällt und entrollt sich in Richtung der darunterliegenden Siedlung. Ja, absteigen. Weil nur weil wir es einmal hochgeschafft haben, heißt nicht, dass wir es ein zweites Mal sicher hochschaffen, ohne dass was passiert. Und das würde ich ungern wollen.
Ja, gehen wir ruhig in den Rückzug des Boten, um den Charakter zu wechseln. Impressive. What I have is your. So, Gruppe verwalten. Ja, Xoti, du gehst erstmal kurz woanders hin. So, und dich aufleveln. Hey. Machen wir dich religiöser und geben dir Athletik. So, natürlich eine Heilung kannst du gebrauchen. Der Priester von Rüngard lernt die folgenden Zaubersprüche automatisch auf der jeweiligen Kraftstufe. Berührung des Verfalls, Schneesturm, sich verbreitende Seuche, oh Gott. Rüngards Ruf, ja, verkörpern. Den flüchtigen Avatar deiner Gottheit beschwören, okay. Licht von Eotas. Entzieht dem Ziel Lebensenergie und verringert ihre Kraftstufen erheblich. Dies verringert die Stärke von Zopf. Ah ja, okay. Was können wir noch nehmen? Ach ja, heilige Macht wäre nicht schlecht. Weiter. Wieder Religion und Athletik. So, nächste Stufe. Einhandstil, Zweiwaffenstil, Zweihandstil, Waffe und Schild. Nein, ich hätte gerne Säule des Warte, Säule des Glaubens ist was anderes als die Säule des Heiligen Feuers. Aber ich nehme sie trotzdem. Die Waffe. Waffe beschwören, Streitaxt, nur im Kampf. Nö, nicht unbedingt, dann lieber. Heilige Meditation. Ja, von mir aus. Wieder Athletik und Religion. Von mir aus die ikonische Projektion, die war ja nicht so schlecht. Ich gebe ihm auch mal Pistolen und... Ja, okay, Zauberstäbe hat er. Wieder Athletik, wieder Religion. Hier auf jeden Fall geweihten Boden und mehr Konzentration zu Kampfbeginn wäre nicht schlecht wahrscheinlich. Verstärkt die Verbündung im Kampf, gewährt ihnen die Situation aufmerksam. Na, göttliches Mal, das ist dieses Brandschaden-Ding. Athletik und dieses Mal Bluff. Jetzt doch mal Konzentration zu Beginn des Kampfes, ja. Athletik. Findigkeit. Gewährt Durchschlag mit Frost- und Wasserangriffen. Oder was ist das? Er hatte beim gezielten Wirkungsradius-Zauber die Fähigkeit, die Größe des Bereichs oder die Kosten zu erhöhen. Nö. Eisschaden ist immer gut. Gewährt verbindet im Kampf die Imbus des Rechtschaffenden und die Desperation stark. Ja, warum nicht? Athletik und wieder Religion. Führt die Segnung durch den Gottespriester und verschafft die verbindenden Boni auf Genauigkeit und Macht. Ja, das ist gut. Zepter. Dann wieder Religion und Athletik. So, nächste Stufe. Auf jeden Fall mehr Lebenspunkte.
Und Heilzauberverbesserung ist immer gut. Schnell wirken ist auch nicht schlecht. Das erstört Zaubert. So, jetzt auf jeden Fall die brennende Säule und den Diener beschwören. So, Arcana und Geschichte. Kritische Treffer, verringert die Zeit zu beschwören von Kreaturen. Ist immer gut. Dann geben wir ihm noch das letzte Zauberutensil. Wieder Arcana und Geschichte. So, nächste Stufe. Auf jeden Fall reinigende Flammen und... Ah, das sind diese Ermächtigungssachen. Nee. Erzeugt einen mächtigen heiligen Schild, der allen Verbündeten Wirkungsbereich einen Bonus auf Abwehr gewährt. Ja, das sollte ich doch nehmen und auch mal benutzen. Arcana und Geschichte weiter steigern. Der Priester Ja, den Avatar sollte ich auch öfter mal benutzen. Vor allem bei Xoti, weil die ja Nahkampf macht. Wieder Haken der Verdammung. Nehmen wir mal einfach was aus dem oberen Ring wieder. Weil der kriegt schon gut Level-Ups. So, große Seele. Die maximale Ermächtigungsanzahl erhöhen. Begrenzt Verbündete mit dem Ruhm des Gottes, wodurch Verbündete im Anwirkungsbereich Aufschluss der Kuchen stammhaft erhalten. Ja, nehmen wir das mal. Nehmen wir mal mittleres Schild. Und nochmal Punkte vergeben. Entfernung. Jeden Geist oder jedes Gefäßkreatur unter seiner eigenen Stufe zerstört. Reinen Schaden. Das hätte ich bei dem untoten Drachen benutzen sollen. Ja, okay, dann kriegt er noch den Strahl hier. Und wir sind in der letzten Phase. Prestige auf jeden Fall. Und Rimgrans Verkörperung. Können wir einen Rimgrant beschwören. So. Alchemie und Findigkeit. Ganz ehrlich. Eotas ist immer gut. Donnerbüchsen. Und wir sind fertig mit ihm. Hat er jetzt etwa wirklich Max Level erreicht? Ja, Tatsache. Das heißt, nur sie ist hintenher, hinterher. Was auch nicht so schlimm ist. Oh, wir müssen ihn ja noch ausrüsten. Hey. Was bist du? Ein hervorragender... Ja, ein hervorragender Zauberstab ist gut, aber ich will dir noch... eine hervorragende Pistole geben. Wobei, deine hervorragende Streitaxt kannst du behalten. Deine Rüstung, Kleider des Hohen Boten, die ist okay. Beschleunigter Verfall. Schau mal. Ja, die Verzauberung ist gar nicht mal so schlecht. Also die macht, dass Gegner Korrosionsschaden erleiden können, wenn er angreift. Dann kriegst du das Ding mit 25% mehr Gesundheit. Plus 1 Intellekt, plus 1 Wahrnehmung.